Okay. Schönen guten Nachmittag. Ich stehe da in dem großartigen Garten von Coco und Eike von Great Life Books in Mallorca und möchte euch gerne was erzählen von meinen zwei Büchern, die ich bei Great Life Books veröffentlicht habe. Und zwar die Regenbogenbrücke, Wege zur inneren Traumwelt und Geliebtes Kuba. Deine Lebensfreude begleitet mich. Ich habe die zwei Bücher geschrieben mit sehr viel Begeisterung, mit sehr viel Freude, mit sehr viel Kontakt zur Welt. Bei der Regenbogenbrücke geht es vor allem um innere Reisen, um äußere Reisen nach Peru, nach Sri Lanka, nach Osttimor. Und mir war es einfach wichtig zu motivieren und die Begeisterung zu wecken fürs Reisen, für die Begegnungen mit Menschen und einfach rauszugehen und die Welt kennenzulernen. Und alles, was dabei auftauchen mag, zu reflektieren und zu erleben mit allen Sinnen. Ob es jetzt innere Sinne sind oder äußere Sinne, ob es Hören ist, Sehen ist, Zuhören ist, Erzählen. Und speziell bei der Regenbogenbrücke geht es um ganz viele Beispiele aus meinem Leben, so autobiografische Erzählungen, wie ich so die Widerstände überwunden habe. Ja, die Widerstände, die im Umfeld oft auftauchen, was du traust dich da allein mit 20 oder mit 25 oder 30 oder wie auch immer, unterwegs zu sein und rauszugehen und einfach zu reisen, mit oft sehr einfachen Mitteln, oft sehr abenteuerlichen Arten und Weisen. Und mir geht es einfach darum, zu begeistern, für die Welt zu begeistern, für die unterschiedlichen Kulturen zu begeistern, für die verschiedenen Lebensweisen und Arten, wie Menschen ihre Träume verwirklichen. Ja, und oft sind es sehr einfache Träume, lebe ich in meiner Arbeit sehr viel, Träume weg von der Straße, Bildung zu haben. Ich arbeite für Jugend eine Welt, eine Organisation, die sich sehr einsetzt für Straßenkinder, für Bildung und nachhaltige Entwicklung und auch gleichzeitig irgendwie Träume von Österreichern möglich macht, Jungen bis Alten, von 18 aufwärts bis zur Pension, Projekte kennenzulernen, andere Länder kennenzulernen und sich zu öffnen, sich komplett zu öffnen für die Menschen in Afrika, Lateinamerika, Asien, und das ist was sehr Schönes. Ja. Und ich glaube, ich habe das Glück, dass ich durch das Schreiben, durch das Reisen und durch meine Arbeit, ob es jetzt bei Jugend eine Welt ist oder früher beim Roten Kreuz war oder meine Energiearbeit ist, sehr viel kennenzulernen und einfach mich zu trauen, rauszugehen und das, was ich erlebe und erfahren habe, in die Bücher einfließen zu lassen. Kuba ist ein Land, das mir besonders am Herzen liegt, neben Peru und natürlich auch Sri Lanka und Osttimor, weil Kuba meines Erachtens ganz einzigartig ist. Die Menschen haben ganz eine große Lebensfreude, Begeisterung für Musik, für Poesie, und mit dem Buch, was ich geschrieben habe über das geliebte Kuba, die Lebensfreude begleitet mich, möchte ich euch mitnehmen auf die Reise auf die einzigartige Karibikinsel, wo es Menschen gibt, die von ihren Träumen erzählen, die sie vielleicht nie erfüllen können. Ja. Das ist nicht so selbstverständlich, dass sie reisen können. Umso wichtiger ist es mir, ihnen Hoffnung zu geben oder Liebe zu geben und das Herz aufzumachen für die Träume, die unterschiedlich sein können. Und um das geht es in dem Buch. Es geht um die gemachten Erfahrungen auf Kuba, es geht um die Musik, die Begeisterung für die Musik, das Tanzen und die unterschiedlichen Kulturen. Ja, also Kuba ist sehr anders als Österreich, als Europa, definitiv ganz eine andere Welt. Aber eine Welt, die ich glaube, die für uns umso wichtiger ist, weil es mehr Gelassenheit gibt als in Europa, weniger Druck gibt, weniger Leistungsdenken gibt, weil die Menschen das einfach so nicht können. Und ich höre oft, du bist so eine Weltverbesserin oder so eine Idealistin oder hast das Helfersyndrom. Das habe ich nicht. Ja, also ich bin sicher Idealistin und ich bin eine Träumerin, definitiv, aber keine Weltverbesserin in dem Sinn und auch keine, die sich aufopfert. Ich glaube, das, was ich mit den Büchern vermitteln möchte, ist das, was mir wichtig ist, zu leben oder eben zu träumen und Realität werden zu lassen, zu manifestieren, das runterzubringen. Ja? Und meine Art ist das eben mit Schreiben und mit Reisen und mit der Begeisterung von Träumen von anderen Menschen. Und wenn es mir gut geht, also wenn ich richtig meine Träume erfüllen kann und das leben kann, dann glaube ich auch ganz stark daran, dass ich das die Begeisterung vermitteln kann, und das, ob das im Freundeskreis ist, in der Familie oder in der Welt. Und habe das Glück, glaube ich, dass ich die Widerstände, die jetzt kommen, sind oft so, du kannst dich das nicht trauen, das ist zu gefährlich, dass ich die überwunden habe. Ja, da bin ich
da bin ich sehr glücklich, dass mir das möglich war und dass ich einfach mir selber treu geblieben bin oder meinem Weg treu geblieben bin und dadurch die einzigartigsten Begegnungen und Erfahrungen machen habe können, die es in der Welt einfach gibt. Ja, man braucht nur den Fuß raussetzen, ob es mit dem Zug ist oder mit dem Bus oder mit dem Flugzeug. Und mir geht es halt so, sobald ich rausgehe aus dem Gewohnten, aus der Komfortzone sozusagen, erlebe ich mit allem, was gerade irgendwie möglich ist. Ja, da höre ich mehr zu, vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann offener werde, kaum mache ich mich auf den Weg und versuche einzutauchen in das andere. Und das andere ist oft viel näher bei einem selber, als man glaubt. Man hat oft so Angst vor der Fremde, ja, vor der sogenannten Fremde. Und das Fremde ist oft eigentlich das, was nur mehr zu einem selber führt. Und man kommt weiter mit seinem eigenen Weg, seiner eigenen Entwicklung, wächst, lernt. Und ich glaube, das ist das beste Geschenk im Leben, was man haben kann, dass man einfach nie aufhört zu lernen und zu wachsen und Sachen kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, Kulturen kennenzulernen. Ich glaube, das ist das großartigste Geschenk, was ich so bis jetzt erleben habe dürfen. Und da braucht es auch nicht viel Geld dafür. Ja, also ich habe mit 20 meine erste große Weltreise gemacht. Und das kommt in der Regenbogenbrücke vor, wo es um Begegnungen geht. Ja, ich habe damals 60.000 Schilling gehabt. Das wären ungefähr umgerechnet, ich glaube 5.000, 6.000 Euro ungefähr. Vielleicht ein bisschen mehr. Und habe dann einfach gelernt, mit wenig auszukommen und nicht unbedingt nur die Vorstellung zu haben, ich brauche viel Geld, damit ich reisen kann. Und ich glaube, das ist das, was bei der Regenbogenbrücke sehr stark rauskommt, mit den Menschen sein und die Begegnungen zuzulassen, sich selber voll einzulassen auf andere Kulturen. Da kommt vor allem in erster Linie Peru vor. Und auch bei Kuba. Also ich habe dort meinen ehemaligen Partner, mit dem ich ganz eine starke Verbindung habe. Ich war heuer wieder dort im Juni auf Kuba und habe die großartige Erfahrung gehabt, mit ihm gemeinsam mit seiner Band eine Lesung zu machen mit Live-Musik und nur für kubanisches Publikum und da einfach zu sehen, was sind die Träume von den Menschen, was sind die Vorstellungen von Europa, was stellen sie sich vor, wie das Leben in Österreich ist oder in Europa generell ist. Und da in einen Dialog zu gehen, in eine wirkliche Begegnung zu gehen, ist einzigartig. Und die Unterschiede kennenzulernen und das Verbindende vor allem kennenzulernen. Bei der Regenbogenbrücke geht es auch stark um die Energiearbeit, die ich auch anbiete und die ich mache in Wien oder wo auch immer ich bin. Hat auch wieder mit meinem Weg zu tun, mit Begegnungen und mit unterschiedlichen Kulturen. Und da geht es viel um peruanische Rituale, um peruanische Heilarbeit, um hawaiianische Heilarbeit, kubanische Heilarbeit. Und da fließt eben das ganz stark mit ein, was ich so in der Welt erfahren habe, dadurch natürlich bei mir erfahren habe. Kommt immer auf einen selber zurück. Was man raussendet, kommt immer zurück. Und was man sich erträumt, nimmt oft Wege an, die spannend sind, die wirklich interessant sind. Und man beobachtet sich da selber und lernt sich selber einfach besser kennen. Und ich glaube, das ist auch so die Quintessenz, dass sich trauen, ja, das möchte ich den Leser einfach mitgeben, sich zu trauen, die eigenen Träume Wirklichkeit machen zu lassen. Aber wenn sie noch so verrückt sind oder wenn das Umfeld sagt, das kannst du nicht machen, das wird nie im Leben funktionieren. Oh ja, das wird funktionieren, wenn du an dich glaubst und wenn du einfach weißt, das ist dein Weg und du möchtest ja, die Ziele erreichen, dann geht das auch. Ich glaube, es hat viel mit Selbstvertrauen zu tun, hat sehr viel mit Mut zu tun, hat sehr viel mit Geduld, Gelassenheit zu tun, sich führen zu lassen vom Leben, ja, und vielleicht nicht das Ergebnis zu erwarten, das man sich immer vorstellt, das ist beim Reisen auch wichtig, sondern sich einzulassen und da entstehen die wunderbarsten Situationen. Gerade auf Kuba, das ist ein Land, wo sehr viel Flexibilität gefragt ist und sehr viel Gelassenheit auch gelebt wird und die Dinge eigentlich nie so funktionieren, wie man glaubt, dass sie funktionieren sollen. Ja, und Man gibt die eigene Erwartungshaltung dann auf und man geht raus aus der so typisch für uns in Europa, so typisch gewordenen Komfortzone, wo man einfach glaubt, man kennt sein Umfeld, man hat seinen Freundeskreis, man hat seine Vorstellungen, man hat seine Erwartungen und es funktioniert dann nicht. Und dann ist die Frage, okay, wie gehe ich damit jetzt um? Und das macht es so spannend und so lebenswert und so großartig. Ja. Eben, deswegen Great Life Books, weil
weil es darum geht, die großartigen Dinge und Projekte und Träume, die man lebt, umzusetzen. Und darum ist man gegangen bei der Regenbogenbrücke und auch beim Kuba-Buch, beim geliebten Kuba, dass man die großartigen Dinge einfach zelebriert, lebt. Und ich möchte euch gerne als Leser teilhaben lassen an verschiedenen Beispielen, Begegnungen mit Menschen und ja, Ländern und Erfahrungen. Ich glaube, das ist so die Quintessenz von den beiden Büchern.